Tageslicht? 100 Watt. Das volle Spektrum. Sag dir, mit dem Zeug bekommst du nie wieder Depression. Also eigentlich bin ich hier, weil Kane mich schickt. Sie haben ihn. Und er sagt, du wüsstest mehr? Nein, das kann nicht sein. Kane, mach mal so vorsichtig. Underground ist nichts für Weicheier und Wagenichtse. Daher schraube eine Tageslichtbirne in 52 55 71 4302 13 38 127 532. Das wird Licht ins Dunkel bringen. Scheiße, der Wichser hat mich reingelegt. Polizei! Stehen bleiben! Schon wieder. Du hast dich bewiesen. Deine Loyalität steht außer Frage.
Du bist geistig topfit und schnell. Das ist Underground. I need you. Wir stehen hier auf einer Top-Secret-Einrichtung des OPEC-Geheimdienstes. Sie haben Zeichnungen von Da Vinci an sich gebracht, die wir unbedingt für The Project brauchen. The Project? The Project. Ah, so wirst du alles mit der Zeit erfahren, wenn es nötig ist. Bist du dabei? Ja. Komm rein! Und war die Mission ein Erfolg? Hat sich die neue bewährt? Ja, Doc Brown. Sie war knifflig, aber wir haben es geschafft. Hier, die Zeichnung. Fantastisch! Dan, das war genau das, was uns noch gefehlt hat! Hast du dich jemals gefragt, warum die Glühbirne überhaupt verboten worden ist? Weil ihr angenehmes und humanes Licht der zunehmenden Dehumanisierung der Arbeiterklasse in postindustriellen Gesellschaften entgegenläuft? Ja, den Fehler, den machen Anfänger sehr häufig. Ja, dann sag's mir. Unbegrenzte Energie. Durch die Geschichte haben die brillantesten Köpfe sich mit der Frage beschäftigt, wie man aus dem Nichts Energie erzeugen kann. Vakuumenergie. In Newtons verlorenen Briefen ist eine Abschrift Da Vincis erwähnt, die dem Problem nahe kommt. Diese Abschrift war lange verloren geglaubt. Als sie in einem Antiquariat in Triest wieder auftauchte, war der OPEC-Geheimdienst schneller als wir. Aber dank deiner Hilfe halten wir sie endlich in Händen. Und wir haben das andere fehlende Puzzlestück, das Da Vinci und Newton fehlte. Die Glühbirne. Es ist vollbracht! Die Vakuumenergie manifestiert sich! Vakuumenergie! Für alle! Ja, durch die Glühbirne.